Das letzte Mal bei The Land of Pain. Und so geht es weiter. Die Tür ist verschlossen. Tja, und jetzt? Wie komme ich hier weiter? Soll ich wieder zurück? Ich meine, ich habe jetzt die Laterne. Das ist immerhin schon mal ein Fortschritt. Boah, wie viel Blut das hier ist. Sag mal, der kann doch nicht... Wie hat er denn... Boah, wie hat er denn noch gelebt länger als eine Sekunde? Nachdem die hier reingeflüchtet sind. Ein kleiner Schlüssel. Warte mal. Ich habe da schon eine Idee. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich da runtergehen will, ne? Aber ich muss wohl, weil... Ohne Lampe, weißt du? Nee. Schmiermittel. Etwas Schmiermittel könnte nützlich sein. Oh Gott, hört mal dieses Geflüstere aus der Wand. Oh, ist das übel. Kam jetzt nicht von hier, oder? Aber lieber die Tür zu. Komm, bitte nicht. Das heißt, er dampft. Nicht, dass ich jetzt sterbe. Oh. Aber schöner Effekt, ne? Alter! Ach du Scheiße! Verdammt, was haben die hier gemacht? Funktioniert nicht. Ach du Elend, die haben ihn da in die Kiste geworfen und... Oh, ist das krass. Was war hier in diesem Käfig? Warum ist er hier? Ja, guck mal, da ist auch wieder so eine Stachelwand. Okay. Was für ein komischer Hammer. Eine Säge. ETF. Armer Kerl, was ist mit ihm passiert? Ich habe doch nie solche Schreie gehört. Ich werde diese Tür sicher nicht öffnen. Oh nein. Rostige Maschinen. Dieser Ort ist am Zerfallen. Rostige Maschinen. Alter Schön. Ich gehe da bestimmt nicht ins Becken. Ort gespeichert. Das ist aber auch eine Lautstärke hier. Und noch mehr Blut. Oh Gott. Soll ich? Oh, guck mal. Ich sollte besser nicht über das Geländer klettern. Wenn ich da reinfalle, zerfetzt mich die Turbine in 1000 Stücke. Das da hinten? Ist das irgendeine Pflanze? Das könnte auch was anderes, Ekelhaftes sein. Ich hoffe, man hört mich überhaupt. Ich habe das Schmiermittel benutzt. Ah, okay. Okay. Wohl wirklich eine Wurzel.
trotz der Lampe immer noch so düster hier. Ich will... Ah! Das ganze Becken wird leer gepumpt. Das ist ja... Hallo? Oh Gott, ich habe immer Angst, dass hier irgendwas wartet. Keine Werkzeuge mehr hier. Der Ort wurde sich selbst überlassen. Der Druck in den Rohrleitungen ist sehr hoch. Sie könnten jeden Moment platzen. Nur noch die Dose mit. Wir stecken hier seit Stunden fest und dieses Monster ist immer noch da draußen. Sollten wir die Tür öffnen, so ist das sicher unser Ende. Aus dem Gebäude führt ein Abflussrohr, das in der nahen Schlucht endet. Vielleicht können wir dadurch fliehen. Vielleicht ohne bemerkt zu werden. Wir müssen einen Weg finden, den Wasserstand im Becken zu senken und herausfinden, woher das kommt. Ja, klar, Seelapper funktioniert ja noch. Ich dachte, hier ist kein Strom. Also, die Schalter gehen ja alle nicht mehr. Boah, das ist creepy, Mann. Wow. Das ist mal eine fette Turbine. Alter. Da kann ich doch nicht rauf. Also rein meine ich. Wow. Matscht hier so. Oh Leute, ist das hier unheimlich. Die ganze Matsche auf dem Boden, das ist... Oh Gott! Ich muss hier wirklich durch, ja? Oh Gott. Ich fühle mich gerade echt nicht wohl. Gehen einfach schon Wurzeln rein, ich meine. Wie lang? Oh! Hey! Noch ein Skelett. Dem ist wohl dasselbe passiert wie dem ersten auch. Verdammt, ich muss hier weg sofort. Sofort, sofort. Verschlossen. Gibt keine Möglichkeit, sie zu öffnen. Ach komm. Latschen hat aufgehört. Warum hat das aufgehört? Da ist was. Noch ein Toter. Oh Scheiße, das Wasser. Nein, Leute, das Wasser steigt wieder. Fucky, fuck. Ich muss mich beeilen. Oh nein. Scheiße. Oh, Scheiße. Oh. Er hat das Wasser wieder reingelassen.
Welches Schwein war das bitte? I hate it here. Muss ich jetzt wieder raus? Ne, ich glaube, ich will die Tür doch lieber gar nicht aufmachen. Das ist die Seite, ja. Oh Gott, Leute, ich bin wieder... Heiligsbecher, ich bin so ein bisschen fertig gerade, ne? Oh Gott, ist das widerlich. Was? Ja, sie ist mit Blut verschmiert, sie führt zur Treppe. Die Spuren. Soll ich wieder raus? Ich muss. Ich habe das Türschloss aufgebrochen, die Eisenstange ist dabei aber kaputt gegangen. Was? Das war abgesperrt. Gut, dass ich das jetzt weiß. Ich meine. Oh Gott, nein, jetzt bin ich wieder draußen. Und draußen war es gefährlich, ne? Draußen war es sehr gefährlich. Die unterirdische Struktur. Ich war hier gefangen, konnte aber zum Glück die Eingangstür aufbekommen und fliehen. Ein grässliches Wesen treibt sich hier herum und tötet jeden und scheint Menschenfleisch und Organe zu mögen, aber keine Knochen. Was es auch ist, war da drinnen dicht bei mir. Ja, ich fand mehr Informationen über ein Portal, aber keine weiteren Einzelheiten dazu. Wenn ich überleben will, muss ich mehr herausfinden und auf Geräusche und verdächtige Bewegungen achten. Mir bleibt nichts anderes übrig, als durch den Wald weiterzugehen. Aber ich sah etwas dort in der Dunkelheit zwischen den Bäumen, bewegte sich etwas. Was bewegt? Im Gras, ich hab's doch gehört. Oh, fuck you. Oh, meine Fresse. Jetzt haben sie es. Was denn? Die Kerzen sind an. Runes. Ja, jetzt haben sie mir schon wieder ein Floh ins Ohr gesetzt, von wegen, ja, kannst gesehen werden, wenn du die Lampe anhast. Oh Gott, dieses Brummen überall. Glaube ich halt nicht rauf, ne? Oh, da ist noch Licht. Jetzt ist da oben ja jemand. Das ist auch düster hier, ne? Er speichert wieder, das ist aber nett. Guck mal, da ist schon wieder so ein Gerät oben drauf hier. Jeder, ich kriege hier Zustände. Warum muss ich jetzt hier nachts durch den Wald rennen? Womit habe ich das verdient? Ja, wer so silberne Kugeln anfasst, der ist selber schuld, ne? Im Prinzip. Das scheinen die Reste eines alten Hauses zu sein. Ach. Ist aber ein schlauer Kerl. Diese Wegleuchten, die helfen mir jetzt wohl auch. Ah! Nein! What the fuck? Da bricht einfach mal das... Alles weg. Einfach alles. Oh Gott, was ist das denn? Mhm. Ist ja lustig. Was macht ihr denn für Geräusche?
Verschlossen. Ist vielleicht auch besser so. Wup, wup. Oh, Kinder, ich will nicht den Schrein von Cthulhu hier entfernen. Ich meine, guckt euch das Ding mal an. Da sträubt sich mir gerade alles. Ich will aber auch nicht dahin, wo das komische Geräusch herkam, das andere. Aber ich muss wohl, ne? Feuerchen. Das Feuer brennt noch. Jemand war bis vor kurzem noch hier. Ja, plus minus einige Stunden. Ach Gott, Kinder. Ich weiß gar nicht, gibt es hier so Fluchtsequenzen? Muss ich irgendwann wegrennen vor dem Ding? Hätte ich jetzt ehrlich gesagt zu wenig bis gar keine Lust zu. Was für ein prasselndes Geräusch. Da muss ich halt hier hin, ne? Die Särge wurden ausgegraben. Warum befinden sie sich hier? Hm, was ist hier geschehen? Der Altar ist voller Blut. Ja, was wohl? Wir fangen an, immer mehr Indizien aus dem Buch zu gewinnen. Und was wir daraus gelernt haben, ist faszinierend. Diese im Kreis ausgerichteten Steine da im Wald sind antiken antike Monolithen, und sie haben eine direkte Verbindung zur Maschine. Eine Abbildung zeigt tatsächlich zwei große Maste in der Mitte des Monolithen, welche die Energie der Maschine an eine kleine runde Plattform kanalisieren. Die eisernen Teile, die wir in der geheimen Kammer fanden, scheinen an diese abgerissene Einrichtung zu gehören. Wir werden versuchen, sie wieder aufzubauen, an ihren Ursprungsort zwischen diesen antiken Steinen. Ja, ist jetzt nicht das beste Deutsch, ne? Aber gut, hab ich ja auch nicht. Sind alles Särge. Elend, ey. Wieder dieses Teil. Wieder dieses seltsame Gegenstand. Dieses Mal auf einem Sockel. Und was sind das hier für Ruinen? Da irgendwas bewegt. Guck mal, da sind überall weitere Lichter, wo ich lang gehen muss wahrscheinlich. Ich möchte nicht durch einen Steinschlag sterben, bitte, danke. Oder ist da oben gerade was, was mir hinterherläuft? Oh, die Brücke sieht nicht gut aus. Überall hier ganz blöde Geräusche, Mensch. Ich und zwei andere werden in der alten verlassenen Mine Unterschlupf suchen und uns vor dem Wesen verstecken. Es muss wieder die Schuld der Auserwählten sein. Wir können nicht mehr auf diese Art und Weise leben. Auf diese. Da sind voll die Schreibfehler drin irgendwie, ne? Ich weiß auch nicht. Jedes Mal müssen wir für deren Neugier bezahlen. In den letzten Tagen waren sie sehr aufgeregt, wahrscheinlich weil sie irgendeine große Entdeckung gemacht haben. Sie haben uns natürlich nichts gesagt, aber ich habe gesehen, dass einer von ihnen ein Tagebuch schreibt. Ich fertige Kopien seiner Schlüssel an, um in sein Haus zu kommen, aber wir verstecken uns in der Mine, bis das Monster weg ist. Hä? Hm, es könnte jemand in der Mine sein, vielleicht könnten sie mir helfen. Ja. Ist schwierig ohne Brücke. So weit kann ich nicht springen. Ich muss etwas finden, um über die Spalte zu kommen. Vielleicht der Baum hier? Nee. Wo finde ich jetzt eine Aluleiter? Gar nicht so einfach wahrscheinlich. Oh Gott. Baumhaft. Ein Albträumchen. Wie immer springt oder die Laterne hat dann einen komischen Schattenwurf.
Okay. Oh Gott. Das ist so unheimlich. Was denn? Beton? Stahlbeton? Oh, dort ist ein Boot. Ich kann vielleicht von dir entkommen. Mit dem Bötchen. Aber ich wette, das funktioniert nicht. Oh Mann. Das ist immer so ein bisschen... Weiß nicht, so klaustrophobisch, wenn man hier durch so schmale... Was war das denn eben? Wenn man durch so schmale Gänge läuft.